Okay, er nimmt uns also auf jeden Fall ernst. Was immer ihr braucht. Und ich habe vergessen, hier zu wechseln. Ich bin ganz Ohr. Okay, das klappt leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte nämlich gehofft, ich könnte ihn... Au. Wow, vieren. Nicht vieren, lähmen. Aber das hat wohl nicht geklappt. Dafür haben wir ihn aber so ganz einfach umgehauen. Und der gibt 15.000 Erfahrungspunkte. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ihr habt gerufen. Also. Bannen wir mal die Magie, weil Khalid ist ja ein bisschen verwirrt gewesen. Und dann heilen wir hoch. Ihr habt eine Aufgabe. Jedenfalls ein bisschen. Was wollt ihr? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, dann machen wir den Spiegel noch kaputt, so dass den keiner mehr benutzen kann. Und dann müssen wir uns die Sachen von dem Gegner mal ansehen. Wer hat Platz? Du hast Platz. Was haben wir da? Ein nicht identifiziertes Langschild. Und... Durch des Sehendiebes. Dieser Dolch liegt schwer in eurer Hand und fühlt sich warm an. Wenn ihr ihn nur bei euch tragt, fühlt ihr euch schon unangenehm. Denn diesem Griff eingelassene Edelstein scheint von einem inneren Licht erleuchtet zu sein. Obwohl euch nicht ganz klar ist, wie er einerseits leuchten und andererseits tief innen so tödlich schwarz sein kann. Jo. Oh ja, verballern wir mal die Tränke, die ich hier noch übrig habe, überhab. Khalid, nimm mal die. Die machen 22. Wie viel machen die? Die machen 23. So. Minsk. Hau mal ordentlich rein. Da sind die Tränke auch mal weg. Schleuderkugeln haben wir noch genug. Du kannst dahin zurück. Das ist noch, was wir an Tränken haben. Das ist die Lederrüstung. Und ich habe vergessen, Khalid seinen Umhang wieder anzuziehen. Ja, sehr schön. Ja, gut. So, jetzt müssen wir uns noch nach Dalton hier umschauen. Und da steht er ja auch schon, der Junge. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja. Wer? Nein, bleibt, wo ihr seid. Bleibt, wo ihr seid. Beruhigt euch doch, Junge. Wir sind gekommen, um euch zu helfen. Nun seid doch richtig still, Junge. Das große Monster ist tot und wir möchten keine Heulsusen. Wie heißt ihr? Seid ihr Dalton? Eure Mutter hat uns auf die Suche nach euch geschickt. Eure Mutter Terela. Ist schon gut, mein Junge. Dieses sei es nur ein böser Traum. Morgen wacht ihr auf wie frisch der Tau. Fort von hier, Junge. Es ist nicht sicher. Na los. Deine Mutter hat uns geschickt. Wirklich, sie hat euch geschickt. Oh, Götter sei Dank. Und allem, was gut ist. Ich will nur nach Hause. Na dann los, der Weg hinter uns ist frei. Bleibt ruhig und wir werden hier rauskommen. Ich muss los, jetzt los. Au. Na, dafür rennt er aber nicht gerade schnell. Der Junge. Gut. Wir können hier jetzt mal raus. Beinahe unter meiner Würde. Ihr habt es geschafft. Dalton kam so schnell rausgeschossen. So schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen. Hat noch einer der anderen? Nein, sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird das Mutter heute Nacht gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in näherer Zukunft wieder auf Abenteuerreisen gehen wird.
Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestopft. Obwohl es mich beunruhigt. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Ja, das ist wieder ein Punkt. Sie sagt wieder Dämonenritter. Und die dienen, wie ich vorhin gesagt habe, höheren Dämonen. Hier kam der Text nämlich, der mich das hat stutzig, auch wieder stutzig hat machen lassen. Ob es jetzt ein Todesritter oder ein Dämonenritter ist. Ich habe Terelas Wunsch erfüllt und ihren Sohn gefunden und gerettet. Seine Gefährten sind tot, aber er wird leben. Das hier oben hatten wir schon bereits. Claire war so sehr überrascht, dass ich den Todesritter besiegt habe. Und vielleicht war ich das selber. Sie hat sich auch gefreut, dass wenigstens einer ihrer Freunde mit dem Leben davongekommen ist. Auch wenn das nur ein kleiner Erfolg angesichts so vieler Tote ist, müssen wir uns darüber freuen. Ja, Dolaks Turm ist damit sicher. Den Dolch haben wir auch. Das heißt, wir können uns jetzt von Islaine nach oben bringen lassen. Und dieses Grab endlich im Frieden ruhen lassen. Hallo Islaine. Die Anwesenheit des Geistes hier nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet, ein weiterer Eindringling, der sich bereichern wollte. Verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte, der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, mein Dolak. Dieser Ort wird mit der Zeit zu und abnehmen. Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Ich werde euch fortschicken. Ich möchte noch nicht gehen. Das Licht ruft, ihr geht nicht. Ja. Das sagt sie immer noch. Aber wir können jetzt sagen, ihr habt recht, ich muss hier wirklich nicht noch mehr Zeit verbringen. Schickt mich an die Oberfläche. Zurück an die frische Luft und an das Licht mit euch. Hier wird der Geist des Versagens bleiben, mein starker, dickköpfiger Gurlak. Lasst die Zeit die Last hinwegnehmen, genauso schnell wie ich diese Kinder sende. Ja, und wir sind wieder oben auf. Gut. Das heißt, wir haben endlich dann den schlimmsten Dungeon des ganzen Spieles hinter uns. Dolaks Turm. Tja. Möge Dolak nun in Frieden ruhen und all die Abenteurer, die er auf dem Gewissen hat. Kann ich euch behilflich sein? Kadi, du kannst ruhig wieder auf dein Eisschwert umschalten. Obwohl, welches ist eigentlich mächtiger? 1W8 plus 2, ETW plus 2. Und du bist 1W8 plus 1, ETW plus 1. Oh, und da sind Doppelgänger. Okay. Die habe ich jetzt gar nicht so wirklich beachtet. Das heißt, wir... ja, was machen wir am besten? Wir verkaufen hier bei dem Händler unsere Schätze. Der wird sich sicherlich drüber freuen. So, ich hätte hier einen Ring. Hier eine Halskette. Und hier noch einen Ring. So. Du hast nur magische Ringe. Du hast magische Ringe und Halskette. Magische Ringe und Halskette. Du hast gar keinen Ring mehr. Du hast nur noch einen magischen Ring. Und du auch nur noch magische Ringe und Halskette. Ja, was wollt ihr? Gut. So, nach den ganzen Doomguards und Untoten und Doppelgängern und Rätseln und Dolak und dem Todesritter. Geht es jetzt erstmal zurück nach Ulgurts Beard, den Dolch abgeben und da hat uns Mutter Bescheid sagen. Gesagt? Aber vorher verkaufen wir. Die ganzen Runensteine zum Beispiel, die werden wir nicht mehr brauchen. Wir könnten auch den Dolch verkaufen, aber das wäre eine schlechte Idee. Die Ringe und alles können wir verkaufen. Den Kriegshammer, den brauchen wir auch nicht mehr. Diamanten sind schön viel wert. Perlen und Wasseropal,
Die Schlüsselsteine, die wir hier haben. Kriegshammer, Silberkette, Langschild. Das. Ne, Schutz vor dem Bösen nicht. Das, die Schleuder. Zweitiges Schwert plus 1. Gut, die Schleuder sind 50 Goldmünzen wert. Das ist wirklich nicht viel. Kurzschwert, kleiner Schild, noch ein Langschwert plus 1. Ankickpanzer, nein, den nehmen wir mal als Andenken auf. Heiltränke brauchen wir noch alle. Die Lederrüstung geben wir mal auf. Schutz vor dem Bösen, das haben wir jetzt zweimal. Das hätte ich auch ineinander stapeln können, da hätten wir einen Slot mehr gehabt. So. Schlagspeer kann weg, genauso wie die Halskette und der Aquamarin. Auch wenn wir schon dabei sind. Achso, einen Lähmungsstab habe ich schon weg. Dann wollte ich eigentlich gerade sagen, verkaufen wir den leeren Lähmungsstab. Aber zwei Stück gehen eigentlich noch an Lähmungsstäben. So, Heiltränke. Und dann werden wir langsam alles los hier. So, das kann hier hoch zu ihr. Das kann hoch zu ihr. Das kommt hoch zu ihr. So, Pfeile. Nur das Langschild, das können wir noch nicht identifizieren. Und ansonsten sehen unsere Inventare wieder schön geordnet aus. Fehlen einem irgendeinem gerade Tränke? Nein, nicht, dass ich sehe. Nichts leichter als das. Das heißt, jetzt geht's ab nach Berigost. Oder sollen wir ihm freundlich... Ich glaube, ich raste dem freundlichen Arm. Der ist noch näher. Dum, dum, dum. Freundlicher Arm. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Muss das sein jetzt noch? Gut. Ich habe erstens viel zu gute Ausrüstung mittlerweile für so ein paar Wildhunde und zweitens sind alle maximales Level. Übrigens ist Level 6-8 ziemlich imbar, wenn man so sieht. Der hat Kalita nämlich nur Level 8, Minsk hat Level 8. Okay, sie hat 7-8, sie ist doch ein bisschen besser. Level 10, Level 9. Wobei ja das Level erst wieder richtig angefangen hat zu zählen, als ich Level 7 als Kleriker geworden ist, beziehungsweise als Talisa Level 7 geworden ist. So, freundlicher Arm. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Was haben wir denn so noch als Heilzauber? Ich bin ganz Ohr. Nicht mehr viel, du hast 3. Du hast 3 und einen großen. Okay, das reicht. Magie verlangt, was immer ihr braucht. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Jetzt werden gleich auch noch Imoen und Yahira meckern. Dass alle müde sind. Eine Aufgabe? Ja. Aber erstmal wird geheilt. So. Du heilst Kalit. Du heilst dich selber. So, Minsk. Du heilst dich selber. Und nochmal Minsk. Ja. Nichts leichter als das. Und unsere Gruppe ist wieder vollständig geheilt. Ja, der Dämonenritter ging ziemlich leicht von der Hand eigentlich. Gut. Bitte, sucht euch einen. Ich Platz bin aus. Ganz Ohr. Oh, ich bin meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Jo. Ich bin Bier. Da möchte ich einmal rasten. Königlich.
Und dann sind wir auch schon wieder weg. Und so kurz vor dem Schluss müssen wir, hören wir das auch noch. So. Beinahe unter meiner Würde. Die Gruppe mal hierher. Und mal kurz Inventare checken.